Ich möchte noch etwas sagen. Gerne. Und zwar zu der Bestellung vom Goran. Ich möchte das noch in einem gewissen Zusammenhang hier erörtern. Goran war ja Co-Trainer von Damir Carnady. Und nachdem Carnady den Verein verlassen musste, hat er ja das Amt übernommen. Und Freddy Pickel war ja damals noch nicht eingebunden in die Entscheidung, dass er Damir Carnady Cheftrainer wird, und hat ihn sozusagen geerbt, weil er wurde erst später präsentiert als Sportdirektor. Das heißt, Goran Djuricin ist mit Freddy Pickel sehr eng verwoben. Und interessant ist ja eines aus meiner Sicht, wenn wir jetzt die Wiener Austria ansehen, dort wird sehr viel überlegt, wer soll der Trainer sein in der neuen Saison. Das heißt, es ist ein großer Unterschied, ob jemand interimistisch ein Amt übernimmt und dann eine Saison fertig spielt, oder ob er sozusagen von null beginnend eine ganze Saison vorbereiten muss und auch spielen muss. Das ist nämlich ein höherer Vertrauensbeweis als eine interimistische Übernahme des Traineramtes. Und Freddy Pickel dürfte sehr genau hingesehen haben, wie Goran Djuricin arbeitet mit der Mannschaft. Er dürfte sehr zufrieden sein, weil wir wissen, was bei Rapid oft auch im Hintergrund der Fall ist. Also das ist ja nicht ein einfacher Verein, wie wir wissen. Er dürfte gesehen haben, wie er in dieser schwierigen Konstellation auch mit der Mannschaft gearbeitet hat und auch erfolgreich gearbeitet hat. Deshalb ist es für mich der größte Vertrauensbeweis, dass er diesen Vertrag natürlich in Verbindung mit der Vereinsführung verlängert hat. Aber mit einem Wermutstropfen, nämlich nur ein Jahr. Und das ist wiederum ein wenig heruntergerissen von diesem Vertrauensbeweis. Also ich hätte schon gedacht, und ich nehme an, die Wiener Austria, wenn die einen neuen Trainer holen, wird der einen Zweijahresvertrag bekommen. Ich hätte schon sehr wohl gedacht, wenn man jetzt mit der Arbeit von Goran Djuricin so zufrieden ist, dass man ihn verlängert, ja, warum dann nicht 2 Jahre? Ist es für Sie ein Wermutstropfen? Es ist nicht ganz richtig. Es ist ein Jahr plus ein Jahr Option. Ich glaube, die Zeit ist etwas anders zurzeit jetzt im Fußball, dass es so ist, die Tendenz geht dorthin, dass kein Trainer mehr einen 3-Jahres-Vertrag kriegt. Das sind eher die Trainer, die wirklich schon gestandene Trainer sind, die namhaft sind. Es ist so, dass die meisten Trainer 1 bis 2 Jahre bekommen, und ich glaube, das ist ganz normal. Heiko Vogel hat bekommen 1,5 Jahre. Letsch hat jetzt auf 4 Monate einen Vertrag bekommen. Ich glaube, die Tendenz geht dorthin, 1 bis 2 Jahre, und eigentlich ist er auf 2 Jahre mit einer Option, also ist das für mich voll in Ordnung. Gibt es einen Erfolg, einen bestimmten, den Sie einfahren müssten in der kommenden Saison, damit Rapid diese Option zieht? Nein, gibt es nicht. Sondern es hängt einfach von der Performance ab? Richtig. Wie der Verein zufrieden ist. Ich will ja auch oder muss zufrieden sein mit meiner Performance oder mit der Performance der Mannschaft. Und wenn das passt, dann werden wir sie wahrscheinlich wieder hinsetzen. Würden Sie das akzeptieren, wenn es sich wieder relativ lange hinzieht, bis der Verein sich dazu entscheidet? Muss kurz überlegen, ja. Ich wiederhole die Frage von Jörg Kühne im Beitrag noch einmal. Hat es Sie manchmal schon angezipft? Ziemlich, ja. Und die